Salzburg und Mattersburg hoffen das im Hinblick auf den Abstiegskampf wohl nicht. Der GRK kann die Wiener Austria heute mit einem Unentschieden wieder von der Tabellenspitze verdrängen. Letztes Spiel in der drittletzten Runde, also zwischen Sturm und dem GRK. Begrüße jetzt beide Trainer bei mir. Dankeschön fürs Kommen. Herr Schachner, die Austria hat gestern vorgelegt. Was machen Sie eigentlich rein generell jetzt in den letzten Runden, um ein bisschen den Druck von Ihrer Mannschaft zu nehmen? Weil vermutlich spielt der Faktor Nervosität doch auch eine gewisse Rolle. Auch wenn Sie immer sagen, Ihre Mannschaft kann, aber muss nicht Meister werden. Lieber Herr Pariasek, ich muss Ihnen eines einmal sagen, wir haben das ganze Jahr keinen Druck. Ich werde Ihnen mal ein Beispiel sagen, wer Druck hat im Leben. Wenn einer 2 Millionen Euro Schulden hat und keine Arbeit hat, der hat Druck. Wir haben überhaupt keinen Druck. Okay, ist eine andere Art von Druck, oder eine gewisse Belastung. Man hat im Hinterkopf, man kann erstmals in der Vereinsgeschichte österreichischer Fußballmeister werden. Ja, ist das nicht schön? Das ist wunderschön, ja. Aber ist normalerweise bei einem Menschen, ruft es gewisse Sachen hervor. Vielleicht auch eine gewisse Art von Druck. Aber bei uns, wir haben sicher keinen Druck. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, meine Mannschaft oder der Liebherr GRK hat das schon bestätigt, was er voriges Jahr erreicht hat. Den zweiten Platz. Okay. Wer einen Druck hat, ist Sturm Graz. Okay. Weil die sind nicht sicher in der ersten Division. Anders gefragt, ist es für Sie das wichtigste Derby in Ihrer Karriere? Das Wichtigste, okay, von der Ausgangsposition, wenn wir heute gewinnen, haben wir wieder einen Riesenschritt gemacht in Meistertitel und das wollen wir erreichen. Wir wollen heute unbedingt gewinnen. Herr Petrovic, Kärnten hat gestern gewonnen. Der Vorsprung auf Kärnten beträgt nur noch 3 Punkte. Inwieweit hat der gestrige Sieg von Kärnten etwas an der Ausgangslage für Ihre Mannschaft jetzt geändert? Na gut, das im Prinzip bleibt so, was ich habe schon vor einem Monat gesagt, das Kampf für Abstieg dauert bis letzte Runde. Wir haben 3 Matchbälle, heute ist der erste und dann werden wir sehen. Ein Matchball, der vielleicht versüßt wird, auch durch eine extra Prämie. Stimmt es, dass Präsident Kartnig eine Prämie versprochen hat, wenn man heute den GRK schlägt? Was ich weiß und Mannschaft, wir haben keine extra Prämie gekriegt und wir brauchen keine extra Prämie. Wir brauchen einfach Punkte wie GRK, wie für Abstieg, GRK für erste Platz und das ist schon genug. Ein Remis kann sich ja der GRK noch leisten, um aus eigener Kraft Meister zu werden. Welches Spiel würden Sie sagen, ist eigentlich schwieriger? Das heutige, das Derby oder in der nächsten Woche dann gegen Pasching? Schwierig ist auch noch das letzte gegen Admira Wacker, denn jedes Spiel muss man spielen, um zu gewinnen. Auch wenn du glaubst, die haben mit dem Abstieg und mit vorne, mit den UEFA Cup Plätzen nichts mehr zu tun. Jedes Spiel musst du spielen, ob das jetzt ist, ein Regionalliga ist oder Rezaklig ist. Es ist jedes Spiel schwer. Natürlich, heute sind andere Gesetze. Ein Derby ist immer jeder Ausgang möglich. Und ob Sturm jetzt der 8. oder 9. ist und GRK 2. oder 1. ist egal. Hier gelten andere Gesetze und wer den besseren Tag erwischt, der gewinnt das Spiel. Iman fällt heute aus, Sionko kann ebenfalls nicht spielen. Inwieweit ist das jetzt ein schmerzlicher Verlust auch für Sie, rein sportlich gesehen? Naja, natürlich sind das 3 Stützen. Man darf den Andi Schranz nicht vergessen, der zuletzt toll gehalten hat. Dann Toni Ehmann, der für Standardsituationen sehr gefährlich ist und Sionko in Topform war. Aber wir haben schon bewiesen, dass wir Ausfälle kompensieren können. Und ich hoffe auch heute wieder, dass wir das kompensieren können. Und diese Spieler, die spielen, diese Leistung bringen, die ich mir erwarte und dann geht alles gut. Zu Franz Alme wollte ich noch was sagen. Jetzt, der ersetzt nach ungefähr 17-monatiger Pause, dass er kein Bundesligaspiel mehr bestritten hat, heute Andreas Schranz. 100%iges Vertrauen in ihn? Schauen Sie, wir haben 2 junge Torhüter, die wir für die Zukunft aufbauen. Und momentan ist eben die Situation so, dass ein Heinz Lienhardt oder ein Jürgen Rindler für diese Situation noch nicht gewachsen sind. Sie haben keine Bundesliga-Erfahrung. Der Almer Franzi hat 230 oder 240 Bundesligaspiele. Ich glaube, alleine mit der Erfahrung, auch wenn er lange nicht gespielt hat, kann er das besser kompensieren als die beiden Jungen. Herr Petrovic, wem gönnen Sie eigentlich den Titel mehr? Ja, GRK ist auf unserer Stadt natürlich. Ich wünsche GRK alles Gute, aber nach unserem Spiel. Okay, allerletzte Frage, Herr Schachner. Ist es eigentlich heute ein wirkliches Auswärtsspiel für den GRK oder ist es eh ein halbes Heimspiel auch? Ja, wir spielen im gleichen Stadion. Ja. Ist natürlich klar, dass es ein halbes Heimspiel ist. Aber ich glaube schon, dass die Sturmfans mehr sind. Sie spielen ja zu Hause. Aber ich glaube auch, dass unsere GRK-Fans heute uns stimmkräftig unterstützen werden. Es haben sich sehr viele angekündigt. Und wir brauchen sie unbedingt, um Meister zu werden. Sie haben uns zuletzt immer stimmkräftig unterstützt. Danke vielmals. Ein interessantes Derby wünschen wir uns. Ja, der Sturmpräsident Hannes Kartnig hat natürlich seinem Amtskollegen Rudi Roth und auch den anderen GRK-Vorständen
Ehrenplätze zur Verfügung gestellt, reserviert auf der Ehrentribüne. Allerdings, Rudi Roth und seine Kollegen haben gesagt, nein, wir sitzen heute mitten unter den Fans im Fansektor. Und von dort meldet sich jetzt Gerald Sauber. Ich melde mich hier aus dem Sektor 8, mitten im harten Kern der GRK-Fans. Und hier ist auch der Präsident Rudi Roth. Herr Präsident Roth, warum ziehen Sie denn diesen Sektor hier vor gegenüber dem VIP-Club da gegenüber? Ja, ich fühle mich einfach unter unseren Fans wohl. Also ich war die letzten drei Davis auch hier und Sie haben gesehen, wie die Fans uns empfangen und wie sie das auch gutieren. Und das finde ich vollkommen normal, dass wenn wir nicht Veranstalter sind, ich auch bei den Fans bin. Es gibt Präsidenten, die auf der Bank Platz nehmen, aber keinen eigentlich sonst, der im Publikum ist. Was wollen Sie für ein Zeichen damit setzen? Nein, ich will ein Zeichen setzen, dass ich selber der größte GRK-Fan bin und das schon seit meiner Kindheit. Ich habe gespielt bei diesem Club und ich bin einfach einer von denen und ich bin halt jetzt der Leiter des im Moment, aber an und für sich bleibe ich mein Leben lang ein GRK-Fan, einer mit Herzblut. Heute ein sportlich sehr wichtiges Derby, das vielleicht wichtigste Ihrer Funktionärszeit? Naja, das kann man nicht sagen. Ich glaube, wir haben schon so wahnsinnig viel erreicht und die Ziele eigentlich haben wir schon erreicht für heuer. Jetzt gibt es nur noch den Traum zu erfüllen und natürlich, wenn wir heute nicht verlieren, dann bleibt der Traum aufrecht und das wünschen wir uns. Und ich kann nur der Mannschaft und dem Trainer alles Gute wünschen und ich glaube, die Fans, das sind wieder wahnsinnig viele, da haben sie es verdient. Aber nur bei einem Sieg hält man auch den Abstand zur Austria. Das heißt, spürt die Mannschaft ein bisschen den Druck, dass die Austria gestern gewonnen hat? Nein, ich war heute beim Training und die Mannschaft, habe ich das Gefühl gehabt, war total locker und gut drauf. Und sie glauben, sie spüren diese Chance und ich hoffe, dass sie die Chance auch wahrnehmen. Ich wünsche es ihnen. Wie werden Sie denn feiern bei einem Sieg? Hier mit den Fans, Umarmungen mit wildfremden Menschen? Es tut mir leid, ich muss sofort nach dem Spiel weg. Ich muss mit der Frau Landeshauptmann nach Eisenstadt zu einem Freundschaft, zum großen Freundschaftsfest Ungarn-Österreich, aber wenn wir gewinnen, werde ich sicherlich mitfeiern und wenn wir verlieren, dann muss ich mich beim Heidenkonzert trösten. Schönes Spiel, alles Gute und damit wieder zurück zum Rainer. Danke. Und bei mir ist jetzt jemand, der sicherlich liebend gerne heute gespielt hätte, Andreas Schranz, am Dienstag vor dem Cup-Semifinale gegen Ried verletzt. Bänderriss mehrfacher im Knöchel. Erste Frage einmal, wie geht's? Ja, es geht den Umständen entsprechend gut, also ich habe wenig Schmerzen. Das einzige Problem ist für mich der Gips, weil der behindert mich bei allem. Und, aber von den Schmerzen her und vom Fühlen her, muss ich sagen, geht es mir gut. Wann kommt der Gips runter? Wann können Sie wieder mit dem Training beginnen? Also der Liegegips kommt runter in 10 Tagen ungefähr, dann kriege ich noch eine Woche einen Gehgips, dann kriege ich eine Stütze und mit der könnte ich eigentlich wieder zum Trainer fahren. Sie werden heute ersetzt von Franz Almer. Der hat 17 Monate lang kein Bundesligaspiel bestritten. Der wurde quasi aus der Pension zurückgeholt. Was sagen Sie dazu? Ja, der Franz ist ein guter Tormann. Er hat über 200 Bundesligaspiele und ich glaube, der hat so viel Routine und Können, dass er das locker wegsteckt und dass er sicher eine gute Leistung bringen wird. Hätten Sie persönlich ihm auch den Vorzug gegeben gegenüber dem jungen Heinz Lienhardt? Es ist eine schwierige Frage. Es ist natürlich für den Heinz Lienhardt hart, weil er immer Nummer 2 war und jetzt immer mittrainiert hat. Aber es ist in der Phase wahrscheinlich besser, weil er aus dem Schussfeld genommen wird. Weil es wäre ihm sowieso jedes Tor angereitet worden, wahrscheinlich auch wenn er nichts machen hätte können. Also von dem her ist es sicher besser so. Kleine Prognose zum heutigen Spiel. Wie geht's aus? Ja, ich hoffe 0-1 oder 1-2. Also auf jeden Fall ein Sieg des GRK. Danke vielmals und toi toi toi, alles Gute, dass Sie bald wieder auch trainieren können und dann natürlich auch spielen in der kommenden Saison. Wir wollten heute wissen bei unserem Sport Insider Voting, wenn der GRK heute gewinnt gegen Sturm dieses Derby, ob das schon die halbe Miete war, ob damit quasi schon der erste Meisterschaftstitel in der Clubgeschichte eingefahren werden wird. 75% aller, die mitgevotet haben, sagen ja, mit dem heutigen Sieg ist eigentlich schon alles in der Tasche. 25% sagen nein, es kann in den letzten Runden noch viel passieren. Es ist dies natürlich das vierte Saison-Derby, 3 gab es bisher. Die Bilanz bis jetzt in dieser Saison ausgeglichen. Einmal Sieg der Sturm, einmal der GRK und ein Spiel endete Remis. Das erste Saisonduell, 1. Oktober 2003, die 8. Runde. Puntigammer Sturm, schon damals Vorletzter, geht durch Frank Silvestre kurz vor der Pause mit 1:0 in Führung. Der GRK in der Tabelle, hinter Rapid und Austria auf Platz 3, drückt auf den Ausgleich. Und der gelingt. Mario Basina, das 1:1 nach einer Stunde.
Peter Schachner gratuliert seiner Mannschaft schon zum Punktegewinn. Da trifft Bojan Filipovic in Minute 90 und sorgt nach 9 sieglosen Derbys für den ersten Erfolg gegen den Lokalrivalen. Knapp 2 Monate später, Grazer Derby, die zweite, und diesmal steht dem GAK das Glück zur Seite. Wieder entscheidet ein später Treffer. Roland Kollmann trifft nach 82 Minuten, begünstigt durch eine Mauer, die ihren Zweck nicht wirklich erfüllt. Der GAK nach 18 Runden Dritter, Sturm Vorletzter. Dritte Saisonduell steigt Mitte März. Der GAK erstmals in dieser Saison Tabellenführer, Sturm auf Platz 8. Und nach 36 Minuten geht der Außenseiter in Führung. Torschütze Mario Haas, der Treffer, Marke Weltklasse. Kurz nach der Pause der Ausgleich. Aufhauser trifft zum 1:1. Tore aus Standardsituationen sind in Graz Standard. 5 der 6 Derby-Treffer entstehen aus Freistößen. Sturm gegen GAK, so hätte auch das Cup-Finale heißen können. Der GAK schafft es ins Endspiel mit einem 3:2 gegen Ried und einem Treffer in letzter Minute. Sturm scheitert im zweiten Halbfinale gegen die Austria im Elfmeterschießen an Schabold Schaffer. Dak und Mucciri scheitern an den eigenen Nerven. Zu den Abstiegssorgen kommt jetzt auch noch der Frust über das Cup aus. Beflügelt der Cup den GAK, reicht die Motivation bei Sturm. Das Saisonderby Nummer 4 wird heute die Antworten bringen. 120. Grazer Stadtderby zwischen Sturm und GAK. Noch nie war es so wichtig wie heute. Für den GAK geht es um den Meistertitel, für Sturm geht es um den Klassenerhalt. Alles weitere in Kürze von unserem Kommentator, und der heißt natürlich heute Robert Seger. Er spielt und Mucciri ist nur auf der Bank. Es gab ja 3 Fragezeichen bei Sturm. Neukirchner kann nicht spielen, Raviu kann spielen und Mucciri ist zumindest auf der Bank. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Ausfälle, und zwar Ema nur auf der Bank und der Tscheche Sionko wegen Verletzung nicht dabei. Alma im Tor, Böttcher, Sik, Tokic und Bogadets heute die Viererkette. Standfest statt Sionko, Muratovic, Aufhauser und wieder Dollinger statt Ammerhauser im Mittelfeld. Basina und Roland Kollmann, die beiden Angriffsspieler heute beim GAK. Ja, und das ist der Mann, der wahrscheinlich das unwahrscheinlichste Comeback der Fußball-Bundesliga in Österreichs Fußballgeschichte feiert, denn der wurde quasi aus der Pension wieder geholt. Karriere war eigentlich schon vorbei, hat zum Spaß noch bei den Amateuren gespielt. Jetzt ist er wieder da für insgesamt 4 Spiele, die letzten 3 Meisterschaftsrunden und dazu das Spiel im Pokalfinale. Franz Almer, letztes Meisterschaftsspiel am 1. Dezember 2002. Nach einem Muskelfaserriss musste er 13 Wochen pausieren und dann hat Walter Schachner quasi den jungen Leuten die Chance als Ersatztormann gegeben. Und die Verletzung von Franz hat also, von Schranz, hat Franz Almer noch einmal in den Blickpunkt gebracht. Mehr Sturmfans im Stadion, weil Sturm Veranstalter ist, aber es ist ein wirklich gut gefülltes Schwarzenegger Stadion heute hier. Und mitten unter diesen Fans, da in der Mitte, Präsident Rudi Roth, begleitet von Lukas Strohmeier. Er ist ja so etwas wie der Außenminister des GAK. Ja, und die üblichen Fahnen- und Farbenspiele, die es vor einem Stadtderby überall auf der Welt gibt. Ja, die 1 für Sturm, die mag für dieses Match Gültigkeit haben, aber die Nummer 1 in Graz, das ist der GAK. Und die 1, die ist berechtigt für den GAK, unumstritten Fußball-Top-Mannschaft in Graz, die ganze Saison über. Eine sympathische, eine starke Mannschaft mit einem ganz erfolgreichen Trainer, mit Walter Schaffer. Es gibt viele, auch außerhalb von Graz und der Steiermark, die dem GAK diesen Meistertitel wirklich gönnen, als eine Mannschaft mit Herz,
als eine Mannschaft mit viel Spielwitz, als eine Mannschaft, die hart gearbeitet hat und die jetzt knapp vor einem möglichen Erfolg steht. Und sie kann es aus eigener Kraft schaffen. 7 Punkte aus 3 Spielen. Da muss man nicht hinüberschauen, wie die Austria in den letzten beiden Spielen spielt. Bei einer Niederlage allerdings, in einem Spiel, wäre die Austria wieder vorne. Und die Austria hat ein besseres Torverhältnis. Ein Plus von 4 Toren gegenüber dem GRK. Also, die 1, wie gesagt, in Graz für den GRK. Und wir sind gleich wieder da. Anstoß hat Sturm. Die Mannschaft spielt in Schwarz-Weiß von rechts nach links. Der GRK traditionell in den roten Dressen. Wie haben die Trainer heute ihre Teams eingestellt? So wie man Walter Schachler kennt, konsequent wie immer mit seinem 4-4-2-System. Viererkette, starkes Mittelfeld, Basina ein bisschen zurückhängend und vorne Torjäger Roland Kollmann. Auf der anderen Seite Bosna neu in die Mannschaft gekommen, Strafner, Silvestre, Bosna, aber auch Mitrovic, der an der linken Seite, glaube ich, mehr Freiheiten bekommen wird. Dann rechts Dack. In der Mitte, im Mittelfeld, als Spielmacher Filipovic, Konchosch, Säumel, vorne Rabiho und Mario Haas. Bosna. Ihn hat wahrscheinlich Petrovic vor allem auch deshalb aufgeboten, nicht nur weil Neukirchen ausgefallen ist, sondern weil er der Längste in der Abwehr ist und bei den gefährlichen Flanken des GRK bei Standardsituationen da vielleicht mit seiner Größe etwas helfen kann. Franz Almer wird es am Anfang nicht leicht haben, denn hinter ihm die Sturmfans, die werden natürlich, wenn immer Almer in Aktion ist, wahrscheinlich ihm nicht gerade applaudieren, aber so ist Fußball. Und der Franz Almer mit seinen 231 Bundesligaspielen und 27 Derbys, der hat viel Erfahrung. Das ist ihm ja nicht zum ersten Mal passiert. Böttcher. Einer, der viele Positionen beim GRK schon gespielt hat, das ist Joachim Standfest heute für Sionko. Ihm wurde gegenüber Ramusch der Vorzug gegeben. Und gleich ein Schuss aus der Distanz von René Aufhauser. Aber der Ball ging am Tor vorbei. Aber er nimmt ihn sofort. Zieht ab und halber Meter am Tor vorbei. Bosna. Schnell abgespielter Freistoß. Dollinger. Wieder Aufhauser. Bogatetz, gute Flanke. Und Mitrovic. Gepfiffen dann. Der Ball ging einem GRK-Mann an die Hand und damit jetzt Freistoß. Und das Spiel beginnt flott, schnell und man sieht gleich, die Mannschaft wollen da nicht lange sich im Mittelfeld verzetteln, sondern direkt und steil nach vorne spielen. Schiedsrichter Gerald Lehner aus Oberösterreich leitet übrigens zum zweiten Mal ein Derby. Zuletzt schon vor fast 4 Jahren leitete ein Spiel von Sturm gegen GRK. Damals siegte Sturm mit 2:0. Silvestre. Muratovic. Standfest. Und da gibt es die erste Standardsituation für den GRK mit seinen Spezialisten. Bei Flanken oder Eckbällen. Dokic, Aufhauser und letztlich auch Bogatetz. Das sind heute die Spezialisten. Der Stärkste sitzt ja auf der Bank, Toni Ehmann.
das nicht doch noch einmal ein Corner? Schiedsrichterassistent zeigte auf Abstoß. Gestoppt von Sick. Und der GAK auf die rechte Seite für Standfest. Mitrovic, jahrelang gemeinsam mit seinen heutigen Gegenspielern in einem Team, hat 20 Derbys im Dress des GAK gegen Sturm bestritten. Mittlerweile erst sein viertes für Sturm, aber ist auch seine erste Saison erst in Schwarz-Weiß. Einwurf rot. Nächste weite lange Flanke, stand fest, dann Silvestre, der älteste im Spiel, aber vor allem in der Abwehr für Sturm unverzichtbar. Ein bisschen Glück gehabt, dass er nach seiner Aktion im letzten Meisterschaftsspiel nicht gesperrt wurde. Er war nicht alle damit einverstanden, dass er leer ausgegangen ist, aber man wird froh gewesen sein, dass da nichts passiert ist. Das ist der Tormann-Trainer, der Alma sozusagen wieder auf Vordermann gebracht hat. Zajicek. Hat mit ihm ein spezielles Training in den letzten Tagen gemacht. Viel Zeit war ja nicht, aber die Erfahrung bei Franz Alma ist groß genug. Bogadets. Strafner ließ ihn hier jetzt auflaufen und es gibt Freistoß. Gerald Strafner, auch er einige Zeit, aber ist schon lange her, im Dress des GAK. War in der Saison 1996 bis 98. Dollinger. Und Tokic wieder mal mit vorne. Mario Tokic. Ball lang gespielt. Mandl war sich nicht ganz im Klaren, geht er raus oder nicht. Blieb aber dann auf der Linie, wartete und Tokic kam nicht richtig auf dem, an den Ball. Vasina. Mitrovic. Böttcher. Der GAK erwartungsgemäß die Mannschaft, die das Spiel macht, die das Spiel bestimmt, die den Druck macht in diesen ersten gespielten knapp 8 Minuten. 0:0 hier im Schwarzenegger Stadion, das wie gesagt heute so gut wie schon lange nicht gefüllt ist. Also die erwarteten 12.000 Zuseher sind heute sicherlich im Stadion. Aber wenn nicht heute, wann dann? Auf weiter Flur vorne gegen die ganze Viererkette des GAK wird keine leichte Sache. Dack. Und Einwurf für Sturm. Und dann der erste Schuss von Dack. In der 8. Minute auf das Tor von Franz Alma, der ja Bälle braucht, um sozusagen warm zu werden. Gegen die Austria also war, wie ich Ihnen schon gesagt habe, sein erstes Spiel. Sein letztes Spiel im Dress, damals am 1. Dezember 2002. Für ihn
Spiel Nummer 57 heute als GAK-Trainer. Sieg. Muratovic. Er passt immer besser in das Gefüge des GAK. War ein ganz kluger Transfer, der da im Winter gemacht wurde von Franz Wenninger. Und Mitrovic, dafür sieht er gelb. Dafür sieht Mitrovic gelb. Fuß oben, weit hinauf, gegen den allerdings wesentlich kleineren Joachim Standfest. Hat aber nicht Not gehabt. Wie viele werden es heute? Je nach Spielverlauf. Gelb führt Mitrovic. Relativ früh diese erste gelbe Karte in der 10. Minute. Ah, vorläufig einmal noch ernste Miene beim Präsident, beim Rudi Roth. Aber das ist natürlich klar. Die Anspannung ist allen anzumerken. 0:0. Freistoß GAK. Matthias Dollinger. Das ist Ekrentak. Haas gegen Mario Basina. Es wird relativ ruppig möglicherweise heute zugehen. Also die mögen sich auch nicht gerade. Haas darf keine gelbe Karte bekommen, will er im möglicherweise vorentscheidenden Abstiegsspiel, wenn man es heute nicht schafft, nächste Woche in Kärnten dabei sein. Denn er ist gefährdet, das nächste Mal wegen einer Gelbsperre zuzuschauen. Das gilt übrigens auch für Muciri, der momentan nicht spielt. Und beim GAK Muratovic, Kollmann und Joachim Standfest, die gefährdet sind, gegen Pasching zuschauen zu müssen im Falle von Gelb heute. Toni Ehmann auch, aber Toni Ehmann ist nur eiserne Reserve auf der Bank. Mitrovic. Korsos. Und Einwurf für Sturm. Rabiot. Sick. Und ähnlich die Miene des Sturmpräsidenten in Begleitung seiner Gattin Claudia. Wie gewohnt, auch er momentan angespannt. Mehr als ein Talent, dieser Bursche. Amedou Rabiou, 19-jährig. Basina. Rosner. Ein schnelles Spiel, nach wie vor. Direkt Spiel auf beiden Seiten. Fest. Silvestre. Um den 37-jährigen Franzosen wird man bei Sturm noch kämpfen. Er will weg, er will zurück in die Heimat, aber Sturm will ihn halten als Abwehrstrategen, auch mit 38 noch eine Saison. Dag. Ach, da fehlt natürlich ein bisschen das Augenmaß und die Berechnung. Flanken für einen Tormann, der so lange nicht gespielt hat.
Hat er Glück gehabt, der Franz Almer, dass da keiner davon profitiert hat. Borjosch. Dack. Wieder Korschosch. Stürmerfoul. Die Entscheidung von Schiedsrichter Nena. So, Franz Almer. Ja, da greift er klar daneben. Flanke schlecht berechnet. Aber wie gesagt, das muss man ihm zubilligen. So lange nicht gespielt. Und passiert ist auch nichts. Aber das war klar, dass es die eine oder andere kritische Situation geben kann. Darüber ist sich auch Walter Schachner voll und ganz bewusst. Jetzt der GAK. Aufhauser. Muratovic. Korsosch. Lang weit in Richtung Rabiot, aber da ist schon wieder Tokic. Der ja mit den Kroaten, mit der Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft dabei sein wird. Und Manager Wenninger sagt, wenn Tokic eine gute Europameisterschaft spielt, dann ist es möglich, dass er natürlich auch ein lukratives Angebot von einem europäischen Großclub bekommen könnte. Gut. Richtig gemacht, dass er sofort geschossen hat. War kein Abseit, deutlich zu sehen. Aber Strafner noch weit zurück. Und dann zieht er ab, aber ich meine, er fährt unter den Ball und wie sagt man so schön? Fußballersprache produziert der Kerze. Flottes Spiel in diesen ersten 16 Minuten. 0:0. Sturm gegen GAK. Aufhauser. Dollinger. Und genau so verläuft das Spiel, nämlich ausgeglichen. 50-50 im Moment. Ballbesitz. Böttcher. Filipovic, stärker geworden zuletzt. War als Spielmacher geholt worden. Rabiu. Aber gegen drei Mann kommt er natürlich nicht durch. Wieder Silvestre. Bosner. Mitrovic. Sick. Schon eine Behinderung gegen Korsosch, aber Lena gibt Vorteil. Also lässt weiterspielen, gibt nicht Vorteil, sondern lässt weiterspielen, aber jetzt gleicht das aus. Ausgleichende Gerechtigkeit, auch hier war es nicht ganz sauber jetzt beim Einstieg von Gerry Strafner. Fünfzehntes Spiel in dieser Saison für den oberösterreichischen Schiedsrichter. Eine der vier gelb-roten Karten, die er heuer gezeigt hat, ist ein Sturmspieler und zwar Dack am 7. Dezember des letzten Jahres. Es war zu früh abgespielt. Lena muss aufpassen. Ganz kleine Reibereien, die sich abzeichnen. Zunächst einmal klares Foul von Dollinger. Überhaupt gar keine Frage. Pfeift erst beim zweiten Mal, beim zweiten Foul. Da
immer so eine Gratwanderung für einen Schiedsrichter, das Spiel möglichst nicht so oft zu unterbrechen, um es laufen zu lassen, aber wenn es faul ist, dann hat er einfach zu pfeifen, sonst provoziert man die Zuseher und letztlich auch die betroffene Mannschaft. Zu steil. Aber die ersten 20 Minuten mit zwar kaum Torchancen, aber einem flotten, temporeichen Spiel ausgeglichen. Es geht hin und her und ich kann mich da nur wiederholen. Es wird nicht lange im Mittelfeld gezögert. Es wird schnell und direkt gespielt. Strafner. Filipovic, Haas. Filipovic. Kozsos. Säumel. Alma. In beiden Sektoren ist die Stimmung ausgezeichnet. Silvestre. Standfest. Wieder Standfest. Bosna. Filipovic. Und es war direkt am Fuß. Direkt auf den Fuß. Dabei hat sich Aufhauser selber auch wehgetan. Auf alle Fälle gelbe Karte für eine Aufhauser. Schauen wir mal genau hin. Ja. Hat dann in der Wiederholung etwas weniger wild ausgesehen. Zeitlupenwiederholungen sind, kann man oft sagen, dann in aller Ruhe anzuschauen. Und da schaut man es ganz anders aus. Ganz interessant, dass eigentlich Aufhauser jetzt da heraushumpelt. Hat sich da möglicherweise beim Einhackel selber ein wenig den Fuß verdreht. So, beide draußen an der Linie. Filipovic und Aufhauser, aber man kann davon ausgehen, dass beide wieder zurück ins Spiel kommen. Filipovic ist drinnen und bei René Aufhauser wird noch vom Medizinmann, also vom Masseur, etwas gearbeitet. Aber auch er kommt wohl wieder. Ein Mann, der GAK einfach in diesen wichtigen Spielen braucht. Silvestre erwischt in der Abwehr wirklich fast jeden Ball. In den 5 Wochen, in denen er gefehlt hat, gab es 5 Niederlagen für Sturm. Allein das zeigt, wie wertvoll dieser Spieler für die Mannschaft von Sturm ist. GAK derzeit nur mit 10, denn René Aufhauser wird nach wie vor etwa an der Mittellinie verarztet. Aber jetzt eine unfreiwillige Vorlage für Basina und er schießt drüber. Silvestre den Ball nicht richtig erwischt, Kollmann war's, der aus dieser Vorlage beinahe profitiert hat.
Da ist er ein bisschen zu klein, erwischt den Ball schlecht, gut in Richtung Kolmer, der zieht ab. Strafner hat ihn vielleicht beim Schuss noch ein wenig irritiert mit seiner Attacke und Kolmer Schuss drüber. Rabiot. Mittlerweile auch René Aufhauser wieder im Spiel. Filipovic. Silvestre. Gute Kopfballvorlage von Mario Haas. Borjosch. Dack. Mitrovic, Silvestre, Bosna. Strafner, Rabiu, zur Mitte. Ja, das wäre fast eine riesige Chance geworden, aber glänzend gemacht von der Abwehr. Man hat Korsosch, der frei an den Ball gekommen wäre, noch richtig attackiert. Hier zunächst Haas zur Mitte gespielt und dann ganz geschickt gemacht, gerade noch Korsosch gestört. Also tolle Szenen in dieser ersten Spielhälfte. Gutes Spiel und man hat schon recht gehabt beim GAK, als man gesagt hat, dieses Spiel ist sicherlich der schwerste Kopfball. Riesenchance jetzt, die kommt nicht wieder. Mario Haas, der Kapitän. So frei an den Ball zu kommen, das wird ihm nicht allzu oft passieren in dem Spiel. Nach einem stärkeren Beginn des GAK jetzt die beste Phase von Sturm, knapp vor Ende der ersten Spielhälfte. Rabiu. Böttcher. Standfest. Einwurf. Weiter zurück. Ein paar Zentimeter ging er zurück. Mitrovic. Aber das Vorchecking hat sich bisher absolut bewährt. Auf beiden Seiten wird konsequentes Vorchecking betrieben. Mitrovic und Muratovic waren da kurz aneinander geraten. Mitrovic hat ja schon gelb, ebenso wie Aufhauser. Dokic. Gestoßen von Strafner, Freistoß für den GAK. Direkt auf Mandl. War nicht allzu schwer für Teamtormann Thomas Mandl. Die Damen in Schwarz-Weiß. Filipovic. Und die erste halbe Stunde in diesem Spiel ist bald vorbei. Immer noch 0:0.
Rabiu. Einmal mit vorne Filipovic. Muratovic. Aufhauser. Und abgelenkt, Schuss von Basina. Hier der Pass von Aufhauser. Basina hat er tatsächlich einen Sturmspieler gestreift, wenn dann ganz knapp. So, Corner durch Matthias Dollinger. Noch ein Busserl für den Ball, dass er noch richtig trifft. Dollinger. Filipovic. Haas, schneller Konter möglich. 3 gegen 3. Rabiu. Filipovic ausgerutscht. Da war kein Gegner dabei. Aufhauser. Muratovic. Basina. Tokic. Böttcher. Haas. Weit zurückhängend jetzt. Silvestre. Filipovic. Jetzt wird einmal breit gespielt, denn es wird ganz genau gedeckt beim GAK. Wenig Spielraum für die Spitzen von Sturm. Basina, aber umgekehrt auch. Kollmann hat schwer gegen den langen Bosner. Haas. Noch immer Haas. Bosner. Man wollte es Filipovic besonders schön machen, aber man kommt nicht frei so leicht an den Ball. Einwurf, Tack. Rabiu, Tack. Aber wie erwartet, man merkt die 8 Tabellenplätze zwischen Sturm und GAK überhaupt nicht. Völlig ausgeglichen. Und gibt es da die nächste gelbe Karte? Oder nur Ermahnung? Dollinger. Ja, normalerweise gelb. Denn er hat deutlich nur den Fuß gespielt von Filipovic. Eindeutig. Freistoß für Sturm. Ja, Flanken waren schon nie die Spezialität des Franz Arnold. Auch früher nicht. Ein Mann, der unheimlich reaktionsstark auf der Linie war. Strafler drüber. Völlig klar ausgeglichen, völlig offen und daher auch das Unentschieden dem Spielverlauf entsprechend. 0:0 nach etwas mehr als einer halben Stunde in einem wirklich flotten, schnellen Spiel. Dollinger. Mitrovic. Muratovic. Häufig am Ball,
viel auf der rechten Seite. Samir Muratovic. Übrigens aus Russland. Dort hat er zuletzt gespielt, hierher nach Graz zum GRK gekommen ist. Opsionko, der heute wegen Verletzung fehlt, übrigens beim GRK bleibt, entscheidet sich erst nach der Saison. Er kann gehen, das hat er im Vertrag, wenn er einen Club bringt. Aber Sportmanager Wenning hat das ganz geschickt gemacht, der GRK würde auch Geld bekommen. Nicht alle GRK-Funktionäre und GRK-Vips im Fansektor. Man sah auch einige auf der Tribüne und über 13.000 Zuseher. 13.406 Zuseher, der beste Besuch seit 28. November 2002, damals UEFA-Cup-Spiel, Sturm gegen Lazio Rom, hier im Schwarzenegger Stadion. Und bisher haben die Zuseher das Kommen wirklich nicht zu bereuen, auch wenn keine Tore bisher gefallen sind. Aufhauser. Muratovic. Einwurf für Rot. Standfest. Muratovic. Ball sprang vom Boden an die Hand. Hand ging da nicht zum Ball. Daher war hier die Entscheidung absolut richtig. Säumel sucht Haas. Aber da stehen Sick und Dokic. Aufhauser. Dokic. Gut gestoppt von Korzosch. Sick macht es aber ebenso gut gegen Haas und dann Foul von Rabiu, Freistoß für den GRK. Kompromissloses Spiel auf beiden Seiten. Viel Aufarbeit, viel Einsatz. Noch 8 Minuten in Spielhälfte 1. Mittlerweile Sturm etwas mehr im Ballbesitz. Der K gehörten ja die ersten 15 Minuten, die zweiten Sturm. Und jetzt sozusagen in der dritten Viertelstunde der ersten Spielhälfte Sturm leicht voran in dieser prozentuellen Rechnung. Beste Torchance bisher, die hatte eigentlich Mario Haas, als er völlig frei zum Kopfball kam, aber daraus nichts machen konnte. In der 26. Minute. So, jetzt alle wieder mit Ausnahme von Alma in der Hälfte von Sturm. Böttcher. Mitrovic. Freistoß.
versucht vorbeizugehen. Sieg stellt sich ihn in den Weg, denn man weiß, der Mario, wenn er mal antritt, dann ist er nur schwer zu halten. Freistoß 20 Meter Entfernung bis zum Tor von Franz Almer. Ja, da gibt es zwei, die jetzt gerne schießen möchten. Silvestre, ein Spezialist für Freistöße, aber auch Filipovic. Ja, und noch ein paar Tipps für Almer, aber ich glaube, sowas macht den Tormann eher noch nervös mitten im Spiel. Der Franz Almer, der weiß, glaube ich, schon, was er jetzt zu tun hat. Vier Mann in der Mauer. Und der Ball geht drüber. Nach Punkten. Sturm ganz leicht vorne in dieser ersten Spielhälfte. Aber entscheidend ist der Spielstand und da ist 0:0. Noch 5 Minuten in Spielhälfte 1. Muratovic. Bisher werden die taktischen Anweisungen der Trainer auch wirklich perfekt erfüllt. Vorteil. Tokic. Aufhauser. Bogadets, da kommt nächste Woche ein Angebot von Leverkusen, die Bogadets gerne zurückhaben möchten, aber ein Jahr ist er noch beim GRK unter Vertrag. Wenn Leverkusen nicht will, dann wird man für Bogadets etwas bezahlen müssen. Und Muratovic drüber. Ja, Torchancen, Torschüsse zusammen, ziemlich ausgeglichen auf beiden Seiten, hält sich die Waage. Ein wirklicher Torschuss und 5 Torchancen. Auf der einen, 4 auf der anderen Seite. Mitrovic. Der Ball erwischt er noch. Er ist heute richtig aufgezogen und voll motiviert, aber er muss aufpassen, hat schon gelb. War jetzt nicht ganz sauber gegen Gregor Böttcher. Den Ball erspitzelt er sich noch, dann ist er zwar blitzschnell auf, aber kommt da nicht an den Ball. 198 Bundesligaspiele, die meisten davon im Dress des GRK bestritten. Und 12 Tore bisher. Sick. So, jetzt einmal Freistoß wieder für den GRK. Sick, der Torjäger vom Dienst in den Cup-Runden beim GRK, in den letzten 3 Runden immer getroffen. GRK ja im Finale gegen die Austria nach der Meisterschaft. In Salzburg das Endspiel heuer. Und das bedeutet, dass beide, sowohl der GRK als auch die Austria, die Chance aufs Double haben. Denn noch ist weder das eine noch das andere eben entschieden. Ja, wer ihn heute nicht erkannt hat, weil er schon lange nicht geschaut hat, es ist Georgi Kosoc. Er hatte jahrelang die längsten Haare im Team von Sturm. Aber jetzt eine ganz windschlüpfrige Kurzhaarfrisur beim Ungarn. Dollinger. Abstoß. Da sprintet er einen Tag vorbei, aber ins Tor out.
Schlussminute der ersten Hälfte läuft bereits. Immer noch skeptisch, was den Spielverlauf und den Ausgang betrifft. Zu Recht auch, gilt für beide Seiten, da ist noch alles möglich. Zu klein der Joachim Standfest an der rechten Seite für diese Flanke. Noch eine Möglichkeit für den GRK Böttcher, aber und schauen Sie, wo der Mario Haas jetzt in der Schlussphase des Spieles ist. Im eigenen Strafraum. Und 2 Minuten werden noch nachgespielt in der ersten Hälfte. Bosner, selten herausgegangen. Säumel. Aber direkt zum GRK. Gelb, Silvestre. Solche gelbe Karten schimpfen da die Trainer am meisten, weil sie aus Sicht der Trainer unnötig sind, wenn man in der gegnerischen Hälfte von hinten hineinrutscht. Und das ist gelb, da ist die Entscheidung von Schiedsrichter Lehner absolut richtig. Noch ein paar Sekunden in Spielhälfte 1. Ein Tor zwar gefallen, aber rassiges Spiel hier von beiden Mannschaften, gut geführt, spannend, temporeich. So darf es weitergehen. Der GRK insgesamt auch um 2 Nummern in dieser Saison besser war als Sturm. In Davis tut man sich halt immer wieder schwer, so auch heute. Spielstand nach den ersten 45 Minuten. Stadion, liebe Zuschauer, ein wenig drohende Regenwolken über dem Himmel. Am Nachmittag war es ja wunderschön warm hier, aber es wird schon aushalten, jetzt auch noch in den zweiten 45 Minuten. Beide Mannschaften ohne Umstellung, beginnen also in ihrer Anfangsformation auch die zweite Hälfte. Der GRK jetzt von rechts nach links. Und Schiedsrichter Gerald Lehner bekam auch vom Schiedsrichter Boss Gerhard Kappel sozusagen ein Lob ausgesprochen. Sah in ihm eine gute Spielleistung und ich glaube, er hat auch in den Entscheidungen, die er zu treffen hatte, richtig gehandelt. Und hat das Spiel vor allem laufen lassen. Da gibt es dann die eine oder andere Situation, über die man diskutieren kann, aber insgesamt eine sehr gute Leistung. So, 45 Minuten noch. Noch einmal die Ausgangsposition. Wenn Sturm gewinnt, ist Sturm alle Abstiegssorgen deshalb los. Denn Klagenfurt kann nur noch gleichziehen. Maximal und Sturm hat ein um 14 Tore besseres Torverhältnis als Kärnten. Wenn der GRK gewinnt, dann fehlen dem GRK nur noch 4 Punkte aus den 2 verbleibenden Spielen zum Meistertitel. Bei einem Unentschieden bleibt quasi alles offen. So, Corner. Standfest. Aber Lehner stand genau dort, hat exakt zugeschaut, da war kein Foul dabei. Haas. Für Filipovic. Das war der letzte Mann. Das muss rot sein. Das wird rot sein. Normalerweise rot. Jawohl, muss er gehen. Er war der letzte Mann. Die Entscheidung ist zu vertreten. Er war der letzte Mann.
Filipovic umgerissen auf dem Weg zum Tor. Er muss gehen, Muratovic. Erwischt den Ball da nicht. Und Achtung jetzt. Eindeutig, sonst wäre Filipovic aufs Tor Richtung Alma gezogen. Fehler von Muratovic. Und dann die Notbremse im klassischen Sinn. Rote Karte für Samir Muratovic. Damit der GAK zu 10. Knalleffekt, wenn man so will, gleich am Beginn dieser zweiten Spielhälfte. Aber schon einmal spielte der GAK nach einer gelb-roten Karte gegen Muratovic zu 10. Und zwar gegen Bregenz in dieser Saison. Und hat das Spiel damals mit 1:0 gewonnen. So, Freistoß für Sturm. Was bedeutet das jetzt dann in der Folge? Walter Schachner wird wohl auch wechseln. Aber zunächst einmal der Freistoß. Abgelenkter Ball. Dokic. Und Freistoß für den GAK. Foul von Rabiu. Oh, Walter Schachner, jetzt ist eine kluge Entscheidung auf alle Fälle wichtig. Basina wird etwas weiter zurückhängen müssen. Und man wird sich jetzt voll und ganz auf Kollmann vorne verlassen. Alma, gut gemacht. Ein paar taktische Anweisungen jetzt von Walter Schachner. Nach dem Ausschluss von Muratovic. Kleine taktische Umstellungen sind jetzt einfach notwendig. Aufhauser geht nach rechts in die Position von Muratovic und Basina hängt etwas zurück. Damit kommt genau das heraus, was ich Ihnen vorher gesagt habe. Nur noch eine Spitze. Roland Kollmann. Filipovic. Des GAK wird natürlich durch diese numerische Schwächung jetzt etwas defensiver werden. Filipovic. Mit einem 4-4-1 für den Rest des Spieles. Dollinger. Fest jagt Bosner den Ball in die Tribüne.
der Strafraumgrenze. Der Sturmspieler steht außerhalb, daher kann es kein Elfmeter sein. Aber gelb für ihn, für Bosna. Und gute Freistoßmöglichkeit. Gute Freistoßmöglichkeit jetzt für den GRK. Foul von Bosna. So, gelb Nummer 3 gegen Sturm. Er war draußen. Aber tolle Möglichkeit jetzt. Drei, vier, fünf Mann in der Mauer. Noch um Zentimeter gefeilscht. Guter Heber und Tor! 1:0 für den GRK. Roland Kollmann, Tor Nummer 25. Zu 10 geht der GRK durch Roland Kollmann in Führung. Perfekt gemacht, wie ein Billardstoß. Keine Reaktion von Mandl. Und der GRK führt. Und da kommt die 1 zu Recht wieder heraus. Schauen Sie, ein Schritt nur zum Ball. Und Mandl kann nur zuschauen. Genauer kann man nicht treffen. Keine Schuld des Tormannes, nein, sondern einfach ein Meisterschuss von Roland Kollmann. Sein 25. Treffer. Und insgesamt sein 35. in der Bundesliga, 25. in der Saison. So, jetzt läuft Sturm sozusagen mit Sicherheit gegen eine noch mehr massierte GRK-Innenverteidigung. Und das kann der GRK perfekt, knappen Vorsprung zu verteidigen. Das hat man sehr oft in Heimspielen in dieser Saison schon perfekt bewiesen. Korsosch, Strafner, Dack. Strafner. Silvestre. Dack. Und Einwurf. Sick. Filipovic. Bogadets. Jetzt hat er Platz. Dollinger. Schöner Haken. Bogadets im Strafraum. Filipovic. Schlechtes Abspiel. Aufhauser. Und dieser Treffer zu 10, der hat dem GRK richtig beflügelt. Dollinger. Abseitsstelle. Kann man nicht oft genug sehen. Wunderbar gemacht. Keine Reaktion, weil keine Chance. Der Ball kommt haarscharf, passt genau. Roland Kollmann. Das 1:0 aus dem Freistoß. Zu
Bäumel. Edi Bosna. Strafner. Stromausfall und was dann? Ja, herzlich willkommen, ein bisschen früh für Sport am Sonntag. Ich muss mich leider jetzt schon aus dem Sport am Sonntag-Studio melden. Der Grund, Sie sehen, wir haben keine Bilder aus Graz. Leider totaler Stromausfall im Arnold-Schwarzenegger-Stadion. Die Kollegen arbeiten dran. Wir wollen natürlich möglichst rasch wieder die Bilder bekommen vom Grazer Derby. Der GRK führt mit 1:0. Ja, und ich hoffe, gleich geht's weiter in Graz. Ja, Bilder sind zumindest wieder da, der Ton noch nicht. Der Monitor ist sehr weit weg. Ich werde mal schauen, ob ich erkennen kann, was sich da im Moment abspielt in Graz. Spielstand noch immer 1:0 für den GRK. Da hinten auf der Videowall ebenfalls. Im Moment ist das Spiel in Graz unterbrochen. Es geht weiter in Kürze mit einem Freistoß an der Mittellinie für den GRK. Liebe Zuschauer, ich hoffe, Sie können mich wieder hören.
Wir hatten einen totalen Stromausfall hier in Graz. Es steht nach wie vor 1:0 für die Mannschaft des GAK, aber es hat sich in der Zwischenzeit noch etwas ereignet. Nach einem Foul ohne Ball von Rabiu mit dem Ellbogen gegen Bogatetz hat Sturm auch nur noch 10 Mann jetzt zur Verfügung. Auch Rabiu wurde von Schiedsrichter Lehner ausgeschlossen nach Rückfrage mit seinem Schiedsrichterassistenten. Gespielt 62 Minuten hier und es steht 0:1 aus der Sicht von Sturm. Der GAK führt also hier mit 1:0 durch den Treffer von Kollmann. Und es wird jetzt für Sturm eher schwerer werden, zu 10 hier noch etwas aufzuholen. Und es kann kritisch werden in den letzten beiden Runden für Sturm durch den Ausfall auch von Rabiu. Man hat fast das Gefühl, nach diesem Tor haben einige Spieler die Nerven weggeschmissen. War eine völlig unnötige Aktion. Aber eine absolut richtige Entscheidung. Filipovic. Mitrovic. In der Zwischenzeit auch ein Doppeltausch bei Sturm, der ist auch noch nachzutragen. Strafner und Säumel aus dem Spiel, Salmutter und Muciri im Spiel. Und das, was eine Offensivvariante werden sollte, wurde doch keine, denn Rabiu ist unmittelbar nach diesem Doppeltausch mit Rot vom Feld geschickt worden. Basina. Mit 10 gegen 10 kann der GAK auch wieder etwas offensiver spielen. Merkt man auch, Dollinger immer wieder weit vorne mit dabei. Filipovic. Da war schon gepfiffen, abgepfiffen wegen eines Fouls. Schuss war unnötig, Foul an Sick. Und gespielt 65 Minuten bald. Also noch 25 Minuten hier zu spielen im Schwarzenegger Stadion. Und für die Stimmung sorgt jetzt der GAK-Sektor. Aber das ist verständlich. Und man merkt jetzt, das, was bei Sturm in der ersten Hälfte gut lief, man ist jetzt nervös geworden, verunsichert. Filipovic. Bogatetz. Bogatetz. Muciri. Am Tor vorbei, der Schuss von Mario Haas. Das ist Klaus Salmutter, der ins Spiel gekommen ist. Und die Vorarbeit hier von David Muciri zu Haas und der verzieht, Ball vorbei. Und ist verständlich, dass sich die GAK-Fans sozusagen schön langsam im Meisterhimmel wähnen. Vielleicht wird es heute schon so etwas wie ein vorgezogenes Meisterstück. Denn wenn man heute gewinnt, dann braucht man nur noch 4 Punkte in den restlichen beiden Spielen. So, auch diese Statistik gibt es nicht oft. Rote Karten ausgeglichen, 1:1. Basina. Ball halten.
den Gegner kommen lassen, auf die Lücke in der Abwehr warten. Das ist jetzt die eindeutige taktische Devise. Ein einziger Fehler, eine einzige Flanke, die er nicht erwischt hat, Franz Almer. Oh, nimmt ihn sicher in die Hand. Da lässt sich ein Tormann mit 200, mittlerweile 32 Bundesligaspielen nicht aus der Fassung bringen. Silvestre. Filipovic. 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 Bosna. Mitrovic. Standfest. Und Einwurf für den GRK. Ja, sein Austauschkontingent an Offensivkräften hat er mehr oder weniger nahezu verbraucht. Michael Petrovic. Haas. Schöner Haken von Haas. Noch immer Haas. Aber einmal ist einfach zu viel. Foul von Sick. Auch gelb. Fünfmal gelb, zweimal rot und 1:0. Für die Mannschaft des GRK und gespielt mittlerweile 69 Minuten, also 21 Minuten hier noch zu spielen. Salmutter. Glück haben sie auch keines. Die Schwarz-Weißen, denn die Flanke war gut, Almer zögerte und der Kopfball geht knapp vorbei. Er kam für Gerald Strafner. Wieder Freistoß für den GRK. Etwas gestoßen gegen den Rücken von Basina. Der fällt zwar spektakulärer als nötig, aber der Freistoß geht in Ordnung. Und die Foulbilanz sagt jetzt einiges aus. 21 Foulvergehen von Sturm, 9 vom GRK. Wieder Dollinger und Dack diesmal Sieger. Filipovic. Salmutter. Aufhauser. Silvestre. Mitrovic.
Salmutter. Kein Elfer. Wir zeigen sicher in der Zeitlupe noch einmal. Eher Haas, der da den GRK-Spieler umgerannt hat oder weggestoßen hat. Gregor Böckscher, keine Spur von einem Foul. Alles in Ordnung. Aber die Zeit läuft Sturm davon. GRK macht das jetzt defensiv ganz geschickt, minimiert sozusagen jetzt die Möglichkeiten von Sturm. Tack. Gegen Bogatetz, da gibt es kaum ein Vorbeikommen. Salmutter. Oh, und wenn einer den Ball verliert, ist der Nächste da. Muciri. Bosna. Mitrovic. Muciri. Mitrovic. Vielleicht war es abseits, aber die Fahne kam sehr spät hoch. Als sie hochkam, war er nicht mehr. Boban Mitrovic. Salmutter, wieder Dmitrovic. Jetzt einmal Kontermöglichkeit für den GRK. Auf Hauser. Schöner Weiterpass, das kann die Entscheidung werden. Basila mit dem Matchball, Tor! Tor 2:0! Und damit hat der GRK, davon kann man ausgehen, heute 3 der 7 notwendigen Punkte für den ersten Meistertitel sicher. Mario Basila, weit aufgerückte Abwehr, kein Abseits, clever gemacht, keine Chance für Mandl. Gratulation dem GRK. Darauf hat man gewartet. Der Sturm jetzt drängt, der Sturm herausgeht, der Sturm Lücken in der Abwehr aufmacht. Und die hat man eiskalt ausgenutzt. René Aufhauser mit einem klugen Pass. Mario Basina, schön gemacht. In seinem 95. Spiel. Sein 18. Tor für den GRK und sein 3. Tor gegen Sturm. Ja, und damit bleiben dem GRK auf dem Weg zum Meistertitel noch 2 Hürden. Pasching nächste Woche im Heimspiel und in der letzten Runde in der Südstadt Admira. Aber eines dieser beiden Spiele kann der GRK unentschieden spielen und wird dennoch Meister. Bleibt auf alle Fälle 3 Punkte heute vor der Austria, denn 14 Minuten nur noch zu spielen und ich glaube nicht mehr, dass sich da der GRK noch einmal jetzt in Schwierigkeiten bringen lässt. Und Sturm muss nächste Woche in die Höhle des Löwen im Abstiegskampf nach Klagenfurt zum FC Kärnten.
Das war der Pass von Aufhauser über gut 30 Meter zum freien Mann, zu Mario Basinau, und der verwertet eiskalt. Und auf den heutigen beiden Toren, Minustoren, sind es noch 12, die man gegenüber Kärnten vorne ist. Und wenn Kärnten nächste Woche gewinnt, dann ist man punktegleich. Letzte Runde, Kärnten in Wien bei der Austria, Sturm daheim gegen Bregenz, aber gewinnen muss man trotzdem erst. Haas und Kollmann zuletzt ja gemeinsam im Team Torschützen beim Sieg gegen Luxemburg. Beide eingewechselt worden, haben das 3-4:1 erzielt. Noch 12,5 Minuten hier im Schwarzenegger Stadion. Der GAK führt mit 2-0. Und Michael Gosens wird kommen, der Belgier, der in dieser Saison nicht oft zeigen konnte, ob er die Transfersumme oder das Geld, das er gekostet hat, wirklich wert ist. War zu oft verletzt. Aber die stehen exzellent. Die stehen brillant. Die zwei Viererketten lassen sich wirklich nur ganz selten überspielen. Und starke Partie heute auch wieder von Gernot Zick in Vertretung von Toni Ehmann. Da haben wir ihn im Bild. Da kann der Walter Schaffner wirklich aus dem Vollen schöpfen. Fällt einer der beiden Innenverteidiger aus, ist mit dem Gernot Zick sofort ein ebenbürtiger Ersatzmann da. Und das ist Gosens. Der Schütze des zweiten Treffers, Mario Basina, geht jetzt. Sieben Tore in dieser Saison. Zum Abschied noch einmal sein Tor, also zu seinem vorzeitigen Abgang unter dem Applaus der GAK-Fans. Es geht noch 10 Minuten hier im Schwarzenegger Stadion. Und schnell wieder über links, über Dollinger. Ja, und wer gedacht hat, nach dem Ausschluss von Muratovic kippt das Spiel, der hat sich getäuscht. Kollmanns wunderschönes Freistoßtor. Und die schwachen Nerven von Rabiu haben das Spiel völlig gekippt. Der GAK in der zweiten Hälfte, die eindeutig bessere Mannschaft, führt verdient. Und Sturm und seine Fans müssen weiter um den Klassenerhalt bangen. Geschickt gehalten, man lässt den Gegner leerlaufen und wartet auf die nächste Konterchance. Und die kommt, die war standfest. Kollmann. Rabiu ist aus dem Spiel und das war der Knackpunkt in dem Moment, in dem Petrovic auf totale Offensive schalten wollte.
Walter Schachner wird in der Schlussphase noch weiter wechseln, hat ja noch zwei Mann draußen, aber das ist eher taktischer Wechsel, bringt wieder ein bisschen Zeit. Freistoß, diesmal ein Foul von Gernot Zick. Aber es klappt überhaupt nicht mehr mit dem Zusammenspiel. Was über 45 Minuten wirklich ein gutes Spiel auch von Sturm war, das ist jetzt nur noch Stückwerk. Und Gosens beinahe mit einer Möglichkeit. Letzter Mann war hier Bosner und der hat das Ärgste noch verhindern können. Martin Ammerhauser wird auch in der Schlussphase kommen. Auch hier verfügt Schachner ja über einen idealen Wechselpartner für Dollinger. Einmal der, einmal der. Beide exzellent an der linken Seite. Filipovic. Tack. Filipovic. Mitrovic, so bis etwa 20 Meter vor dem Strafraum lässt man jetzt die Sturmspieler kommen. Dann aber zwei wirkliche Viererketten. Auch ein Schilcher da an der Linie für taktische Anweisungen. Ganz selten, dass ein Manager da auch mit nach vorne geht, wird hier jetzt auch zurückbeordert zur Bank. Noch einmal Freistoß, Foul an Tack. Noch 6,5 Minuten. Mittlerweile hat Dollinger auch die gelbe Karte gesehen. Nach gelben und roten Karten ausgeglichen, zusammengezählt 4:4. Aber im Spiel führt der GAK mit 2:0. Salmutter. Aber entschlossen wirft man sich da auch aus großer Entfernung in die Schüsse hinein. Handspiel. Ja, und es gibt nur Freistoß jetzt für den GAK. Da flattern wirklich die Nerven. Gewechselt wird. Standfest wird gehen und Ammerhauser wird kommen. Und an einem Tag wie heute wird auch der Älteste im Team des GAK, Didi Ramusch, der Dauerbrenner, zu seinem 504. Meisterschaftseinsatz kommen. Und zu seinem 51. Einsatz gegen Sturm. Dollinger, das heißt Ammerhauser, vermutlich in der Position von Dollinger und Didi Ramusch natürlich in seiner gewohnten Position für Standfest. Schöne Geste von Walter Schachner. Auch Ramusch heute an diesem Tag, in diesem Spiel, in diesem so für die Meisterschaft vorentscheidenden Spiel noch ein paar Spielminuten zu geben. 5 Minuten noch hier. Aber man hat wirklich nicht mehr das Gefühl, dass Sturm noch die Kraft und auch den Willen hat, in diesen letzten Minuten hier die drohende Niederlage noch zu vermeiden. Muciri, Mitrovic, Haas. Wirklich geprüft ist Franz Almer bei seinem Comeback eigentlich kaum worden, denn im Grunde die Schüsse gingen daneben oder sie waren ein paar Roller. So gesehen hat Franz Almer bei seinem Comeback wirklich wenig Probleme gehabt.
Das wird ihm Selbstvertrauen für die nächsten Spiele geben. Noch einmal Freistoß. Wie lange geht's noch? Etwas mehr als 3 Minuten. Korsosch. Silvestre. Ja, auch Silvestre bleibt da nichts anderes übrig als ein Foul. Aber es war ein normales Foul. Nach Ballverlust gegen Martin Ammerhauser. Noch einmal Freistoß für den GAK. Guter Spielleiter. Auch wenn vielleicht die einen oder anderen mit der einen oder anderen Entscheidung nicht zufrieden waren. Man muss sagen, Gerhard Lehner hat dieses Spiel immer unter Kontrolle gehabt. Und beide roten Karten in Ordnung. Und Mandl, ja, da muss er noch retten. Gegen Bogardetz, der sprintete nach vorne jetzt. Über 30 Meter hat da beim Auge ein Cut. War das der Ellbogenstoß von Rabiu? Dann sind die Spuren relativ deutlich erkennbar. Jetzt haben wir nochmal aus nächster Nähe gesehen. Völlig frei Kollmann. Filipovic, Haas, aber vorne in der Mitte keiner, Haas zieht sich zurück, Rabiu längst draußen in der Kabine nach der roten Karte, keine Spitzen mehr, Ammerhauser. Und Einwurf. Einer der Besten bei Sturm heute, Georgi Korsos. Und der Einzige, der vielleicht noch immer daran glaubt, scheint Michael Petrovic zu sein. Immer noch vorne an der Linie mit Anweisungen. Nur mehr annehmen! Walter Schachner lässt schon ruhiger angehen. Hat auch recht, seine Mannschaft hat wieder mal ganz clever und kaltschnäuzig gespielt. Bewiesen, warum man in der Meisterschaft an der Spitze steht. Es läuft bereits die 90. Minute. Ammerhauser zu weit für Kollmann. Ja, und die jahrelangen Sprüche der Sturmfans, hier regiert der SK Sturm, die sind zu Recht abgelöst worden durch die Sprechchöre der GAK-Fans im österreichischen Fußball und vor allem in Graz, da regiert wirklich der GAK. Da gibt es nichts daran zu rütteln. 3 Minuten sind noch zu spielen. Salmutter. Aber gestoßen von Salmutter. Und dafür kriegt auch er noch gelb. Da gar keine Chance auf den Ball gegen Gregor Böttcher. Ein Urgestein im Dress des GAK, hat immer beim GAK gespielt, sein 218. Meisterschaftsspiel heute. Gregor Böttcher. Bosna. Salmutter, Filipovic, Dack,
wäre es gewesen von Filipovic. Aber kein Grund zum Eingreifen. Für den Schiedsrichter, denn der GAK kam an den Ball. Und so beginnt bereits die letzte Minute der Nachspielzeit. Kollmann und Basina, die Torschützen. Mario Haas. Und noch ein Corner. 3-3. Hier die Bilanz. Wohl die letzte Chance für Sturm, zumindest noch ein Ehrentor zu erzielen in diesem Derby. Salmutter. Aber auch das bleibt ihnen verwehrt. Und jetzt ist das Spiel aus. Gratulation dem GAK. Er gewinnt mit 2-0 gegen Sturm und ist einen wesentlichen Schritt näher dem Meistertitel gekommen. Nur noch 4 Punkte aus 6 möglichen bei 2 Spielen. Und der GAK ist erstmals in der Clubgeschichte österreichischer Fußballmeister. Und bei Buntigammer Sturm, da muss man sich weiterhin mit der Abstiegsgefahr beschäftigen, denn noch hat man das rettende Ufer nicht erreicht. Noch immer hat der FC Kärnten die Möglichkeit, aus den verbleibenden Spielen jene Punkte zu holen, um an Sturm vorbeizuziehen. Showdown nächste Woche. Da kann Sturm aus eigener Kraft schaffen mit einem Unentschieden in Kärnten oder einem Sieg in Kärnten. Aber da werden auch die Kärntner was dagegen haben. Ein Fazit dieses Spieles: 45 exzellente, schnelle Fußballminuten beider Mannschaften. Nach Seitenwechsel hat eine vermeintliche numerische Schwächung den Gegner eher gestärkt. In der Folge der GAK die bessere Mannschaft. Der Sieg geht in Ordnung. Kollmann mit seinem Bilja-Freistoßtor zum 1-0 und Mario Basina mit Tor Nummer 2. Die Matchwinner. Ja, das war's vom letzten Grazer Stadtderby in dieser Spielsaison. Stadtderby-Bilanz: 2 Siege des GAK, ein Unentschieden und ein Sturmsieg. Das war's von mir. Weiter geht's beim Rainer. Gratulation an den GAK. Möglicherweise war das wirklich der erste große Schritt jetzt schon im Meisterschaftsfinish Richtung Meistertitel für die Rotjacken. Wir werden dieses Spiel natürlich hier in aller gebotenen Wichtigkeit und Deutlichkeit analysieren mit Walter Schachner und auch mit Hannes Kartig, und zwar anschließend dann in Sport am Sonntag. Zuvor aber ein Blick auf die Tabelle. Da sehen wir, dass der GAK jetzt wieder mit 3 Punkten Vorsprung führt. Vor der Wiener Austria zu spielen noch 2 Runden. In der nächsten Runde die Austria auswärts gegen Matthäus Derby zwischen Buntigammer Sturm und Liebherr GAK hier im Arnold Schwarzenegger Stadion. Spielstand zur Pause 0-0. In Kürze erwarten wir bei uns den Sturmpräsidenten Hannes Kartning. Wir werden ein bisschen über die erste Spielhälfte plaudern. Zuvor aber ein Blick ins Sport am Sonntagstudio. Sport am Sonntag natürlich heute zunächst einmal wieder mit einer Aufarbeitung des Live-Spiels. Die weiteren Themen jetzt von Boris Hirka, bitte. Ja, alle offenen Fragen in der T-Mobile-Bundesliga sind heute natürlich auch Schwerpunktthema in Sport am Sonntag. Wie gewohnt gibt es eine Außenstelle im Stadion und im Studio. Freue ich mich auf FC Kärnten-Trainer Peter Backold und Austria-Spartentrainer Lars Söndergaard. Österreichs Beachvolleyball-Europameister Nick Berger und Clemens Doppel haben vor wenigen Minuten den Auftakt zur österreichischen Masters-Serie in Podersdorf gewonnen, nämlich gegen Robert Nowotny und Peter Gartmeier. Im Moment sind alle 4 auch für die Olympischen Spiele in Athen qualifiziert und alle 4 sind auch im Sport-Sonntag-Studio zu Gast. In Bagdad, da wurden heute bei Schießereien 19 Menschen getötet. Und für einige Menschen im Irak ist der Sport die Chance, dem Alltagswahnsinn zu entkommen. So wollen auch einige Iraker bei den Olympischen Spielen in Athen antreten. Sport am Sonntag hat sich in Bagdad umgesehen. Ja, und dann gibt es wie gewohnt die Formel-1-Analyse mit Heinz Brüller und Niki Lauda. 18.30 Uhr, Sport am Sonntag. Ich hoffe, Sie sind dabei. Danke vielmals, Hannes Kartnick, so höre ich soeben, ist auf dem Weg zu uns. Er wollte unbedingt noch in die Mannschaftskabine gehen, um seiner Mannschaft etwas zu sagen. Ich sehe, er kommt bereits. Wir haben natürlich auch Rudi Roth eingeladen hierher. Wir wollten beiden Präsidenten haben in der Pause, aber der GAK-Präsident hat gemeint, er bleibt lieber bei seinen Fans, er bleibt im Sektor. Wir werden uns die wichtigsten Szenen ansehen. Es war ja ein sehr gefälliges Spiel in der ersten Hälfte. Die großen Torszenen hat es zwar nicht gegeben,
Aber jetzt darf ich den Präsidenten begrüßen. Danke vielmals, Sie waren gerade in der Kabine. Was haben Sie noch der Mannschaft gesagt? Naja, momentan habe ich nichts gesagt, ich habe mir das nur angeschaut, eine gute Stimmung. Wir haben bisher ganz gut gespielt, brauchen wir keine Angst haben. Ich hoffe, dass wir das 1-0 schießen und dann werden wir die Partie gewinnen. Ich habe gerade gesagt, Rudi Roth sitzt bei den Fans, eigentlich eine sehr schöne Geste vom Präsidenten. Warum haben Sie das noch nicht gemacht, dass Sie sich einmal ein Spiel bei den Fans angeschaut haben? So viel Falschheit, was da dabei ist. Der soll sich einsetzen, wenn der GRK letzter oder vorletzter ist. Das möchte ich mir anschauen, ob er dann auch bei den Fans sitzt. Aber was ist da falsch dran, wenn man mit den Fans sich gemeinsam spielt? Ja, gut, wenn ich vorne bin, sitze ich gern drin, weil da attackiert mich keiner. Also was will er denn? Das ist alles nur so eine Augenauswischerei. Heißt das, Sie werden zurzeit attackiert, weil Sturm... Es gibt immer wieder Leute, die mit Film nicht zufrieden sind. Das ist einmal so, wenn du hinten bist, bist du für alles schuld. Und der liebe Rudi Roth, der hat leicht reden. Der ist jetzt momentan am Sonnenplatz. Ich war jahrelang am Sonnenplatz, aber nicht überall hingehen können. Da weiß ich gar nicht. Ja, auf jeden Fall, Sie sind jetzt einmal hier bei uns. Wir wollen uns die wichtigsten Szenen ansehen. Ich habe schon gesagt, es war eine sehr gute Partie, eine rassige Partie, aber nicht allzu viele Torszenen. Die erste aus der 24. Minute. Ein ungewohnter Fehler eigentlich von Frank Silvester, der sonst ein sehr guter, verlässlicher Abwehrchef ist. Hier diese Kopfballabwehr, ja, und direkt auf Kollmann und der vergibt dann. Er war weit weg, gibt es von meiner Sicht gesehen, 7 Meter daneben. Aber schon gut, wenn er so schießt. Wenn er nicht trifft, passt es mir schon. Weil dann kann er Schuss abreißen und dann ist er drinnen auch. Aber wo Frank Silvestre, stimmt das eigentlich, dass Sie persönlich interveniert haben, dass es da keine Sperre gibt aufgrund des TV-Beweises? Ich meine, es ist eine Frechheit, was wieder unterstellt wird. Ich habe eines gesagt, die ganze Bundesliga hat bis dato noch niemanden sozusagen verurteilt und hat erst zuletzt, hat der Herr Kornhoff verlangt, dass irgendwas passiert. Und da habe ich gesagt, das ist nicht korrekt, weil es waren viele Szenen in der Meisterschaft, wo die Bundesliga eingreifen hätte sollen oder müssen, hat sie nicht getan. Und in unserem Fall wollten sie das tun und habe ich gesagt, das ist nicht korrekt. Weil wenn, dann spielen wir die Meisterschaft jetzt zu Ende so. Oder wir fangen gleich vom Startweg an, wo die Bundesliga dann, wenn der Schiedsrichter nicht sieht, eingreift. Das war meine Argumentation. Und der Herr Westenthaler ist dieser Argumentation gefolgt. Der Herr Kornhoff nicht. Und zwei Vorstände müssen dafür sein. Und ich finde das nicht in Ordnung. Und übrigens hat das der Herr Silvester eh nicht hingespuckt. Er hat ihn gar nicht getroffen. Also in die Richtung hat er schon gespuckt. Ja, aber gut. Aber man kann ja nicht jetzt der Hellseher sein und sagen, der hat ihn anspucken wollen. Weil der Herr Kübauer ist ja auch nicht der Feinste. Gut, das soll aber jetzt nicht das Thema sein. Schauen wir uns die zweite Szene an. War quasi gleich im Gegenzug nach dieser Chance von Kollmann. Eine Chance für Sturm. Da war zunächst einmal von der rechten Seite der weite Pass auf Haas. Wollen wir gleich sehen. Und Haas gibt dann rein auf Korsosch. Schöne Chance, aber leider. Wenn man gute Verteidigung, die kommen halt auch noch zurecht. Aber wir haben bisher ganz gut gespielt, was ich gesehen habe. Also von der Chancenauswertung waren wir gleich eigentlich ein bisschen stärker als der GRK. Die letzte und vielleicht sogar größte Möglichkeit war dann von Mario Haas ein Kopfball, relativ alleine zu diesem Kopfball gekommen. Frage ich Sie gleich, hätte er mehr rauskommen müssen? Ja, der ist normal, der Haas kann viel mehr machen. Wenn er den Ball runterdrückt, ist er sehr gefährlich für den Alm. Aber in dem Fall hat er halt überhastet geköpfelt und es ist rausgekommen dabei. Was soll man machen? Wie erwarten Sie die zweite Spielhälfte? Naja, ich glaube, das wird so dahin gehen, weil der GRK, glaube ich, die spielt auf einen Punkt. Der Punkt reicht ihnen. Wir wollen gewinnen, das ist einmal klar. Wir wollen da nicht dastehen, Bruderhilfe oder irgendeine andere Hilfe. Wir wollen jetzt die 3 Punkte machen, damit wir dann glücklich nach Kärnten fahren können. Apropos Hilfe, Sie haben angekündigt, einen Sponsor zu suchen, um eine Prämie Ihrer Mannschaft zu geben, wenn das Derby gewonnen wird. Haben Sie einen Sponsor gefunden? Ich habe einen, aber das sage ich nicht. Wenn es gewinnen, kriegst du dann was. Gut, danke schön, Hannes Kartnick. Wir freuen uns auf die zweite Spielhälfte, die beginnt in Kürze. Da meldet sich dann wieder Robert Zeger. Zuvor aber noch unser Top-Goal-Gewinnspiel. Ich begrüße ich jetzt Walter Schachner und auch Hannes Kartnick bei uns. Herzliche Gratulation, Herr Schachner, zu diesem 2:0 Erfolg. War das jetzt schon eine Vorentscheidung zugunsten des GRK im Meisterschaftskampf? Vorentscheidung war das sicher noch keine. Ich habe auch gesagt, vor 10 Runden, dass es bis zum Schluss geht. Und es ist auch jetzt noch für uns sehr schwierig. Wir haben noch Basching und Admira. Also das sind 2 Mannschaften, die musst du auch erst besiegen. Denn wir dürfen uns keinen Umfall mehr leisten. Und die Austria wird voraussichtlich wahrscheinlich alle beide Spiele gewinnen. Aber wir müssen auf uns schauen und das haben wir immer gemacht, weil auch von anderen bekommt man sowieso keine Hilfe. Herr Kartnick,
Sie waren zur Pause noch relativ guter Dinge. Was ist denn in der zweiten Hälfte passiert? Naja, die Mannschaft hat aufgehört zu spielen, wie der Ausschluss vom GRK war. Und auf einmal ist das Spiel nicht mehr gelaufen. Wir haben offensive Spieler gehabt und die haben sich einfach nicht mehr bewegt. Ich glaube, da hat es im Kopf irgendwas gegeben. Weil so ein Spiel habe ich noch auf einmal nicht mehr gesehen. Weil erste Halbzeit haben wir ja brav gespielt, aber in der zweiten, der Ausschluss, hat sich wieder wahrscheinlich siegessicher gestimmt oder im Vorteil. Und dann war es aus. Und dann sind halt zwei Tore gefallen. Okay, der GRK hat keine Glanzleistung geboten, aber eines ist, wenn man Meister wird, dann gewinnt man auch solche Partien. Das ist also an mir auch gemacht. Das ist einmal so. In der ersten Hälfte noch ausgeglichen gewesen, Ihrer Meinung nach, die Partie? Ich glaube sowieso, dass es ein sehr gutes Derby war. Ziemlich ausgeglichen, wie auch der Präsident schon gesagt hat. Sturm hätte genauso in Führung gehen können. Aber wir haben halt momentan auch dieses Glück dabei, was vielleicht Hannes Kartnick in seinen drei Meisterjahren gehabt hat und auch in der Champions League. Das gehört einfach dazu, um Meister zu werden. Und okay, das ist jetzt ein bisschen auf unserer Seite, aber wir brauchen noch zwei Spiele, zumindest vier Punkte und dann sind wir Meister. Aber das ist noch ein sehr weiter Weg, ein steiniger Weg. Es gab zwei Tore und zwei rote Karten. Die roten Karten waren gerecht aufgeteilt, die Tore weniger. Schauen wir uns mal die erste rote Karte an. In der 48. Minute die Aktion, Foul von Muratovic an Filipovic. Ja, letzter Mann und ja. Macht die Notbremse, ist natürlich eine rote Karte. Was ist da in Ihnen vorgegangen? Was haben Sie sich da gedacht? Oje, einmal weniger. Was haben Sie sich so vorgenommen, wie Sie jetzt reagieren werden darauf? Ja, es war relativ rasch oder zu Beginn der zweiten Halbzeit, ich glaube noch drei Minuten oder zwei Minuten. 48, ja. Wir waren auch am Überlegen, einen Stürmer zu tauschen. Aber der Roland Kollmann hat herausgewunken, er schießt sicher ein Tor. Und ja, ich habe ihn auch gefragt, weil man muss da wirklich, wir müssen alle zusammenhalten und alle müssen wir da Entscheidungen treffen. Und er hat gesagt, er schießt heute sicher sein Tor. Und an Roland Kollmann kann man nicht so früh austauschen. Und das ist uns gelungen, dass wir das nicht gemacht haben. Und dafür sind wir alle froh. Und so ist das, sind wir auf die Siegerstraße gekommen. Das war nur drei Minuten später, als Roland Kollmann dieses Tor gemacht hat, dieses 1:0, das wollen wir uns ansehen, aus einem Freistoß. War der so gut geschossen, aber ja, der Mandl hat überhaupt nicht reagiert. Naja, war über die Mauer gekommen und keine Chance gehabt, der Mandl. Im Nachhinein kann man alles behaupten. Gute Torleitung, den hätte ich gefangen, aber das ist, wisst ihr, im Fußball, was da für gescheite Leute immer gibt, die den halten und so weiter, das ist alles. Nein, er hat nicht gehalten, Tor 1-0 und da darf man nicht diskutieren, auswärtig. Es war ein sehr schönes Tor und der Roland schießt beim Training sehr viele solche Tore, aber in einem Spiel hat er noch nie über die Mauer getroffen. Er hat so ungefähr 8 bis 9 Mal, habe ich gezählt, 8 bis 9 Mal in die Mauer geschossen. Und heute hat er den Ball so gut getroffen, der war für mich unhaltbar. War es das eigentlich dann schon numerisch überlegen, aber trotzdem dieses 0:1 kassiert? Naja, weil unsere Spieler auf einmal nicht gelaufen sind. Die haben auf einmal zum Spielen aufgehört. Wir haben eigentlich einen Salmutter dann gebracht, dann einen Mucciri und es ist trotzdem nichts gelaufen. Also da hat jeder einzeln gespielt. Also da müssen sie ein bisschen nachdenken anfangen, dass es ein Mannschaftssport ist und nicht ein Einzelsport. Da muss man dann jetzt die Leviten lesen. Wir haben noch zwei Spiele, wir brauchen unbedingt einen Sieg, um in der Liga zu verbleiben und ich hoffe, dass uns das gelingt. Dazu kommen wir jetzt auch gleich noch zum Abstiegskampf. Jetzt wollen wir uns noch die nächste rote Karte anschauen. Für Rabiot nach einem Ellbogencheck an Bogatetz. Da sehen wir das jetzt, diese Aktion. Auch ganz klar, oder? Brauchen wir nicht. Ich habe es im Spiel nicht gesehen, weil ich bin anders gestanden. Aber jetzt, wenn man es so im Fernsehen sieht, der Ball war schon weg und er geht mit den Ellbogen ins Gesicht. Also okay, ist vertretbar, glaube ich. Okay, dann wollen wir uns noch das 2:0 ansehen von Basina. Die endgültige Entscheidung in dieser Partie. Da könnte eventuell Abseits nicht. Nein, wir haben es gesehen. Okay, dann, ich habe es von meiner Seite zuerst geglaubt, aber... Der Bobi, glaube ich, hat es aufgehoben. Naja, ist passiert. Also. Keine Chance für den Mandl. Ja, jetzt in der nächsten Woche schon das direkte Duell gegen den FC Kärnten. Glauben Sie, wird das Ganze jetzt auch noch eine Nervensache für den SK Sturm? Naja, alles kann passieren. Ich hoffe, dass Mattersburg nicht gewinnt gegen Austria, dass bis zum Letzten noch die Chance besteht für die Austria, weil dann muss Kärnten zu Austria und das ist unsere große Chance. Also wir versuchen aber in Kärnten alles klar zu machen, ein Unentschieden oder ein Sieg. Ganz zum Schluss, Herr Schachner, ab wann werden Sie die ersten Gratulationen annehmen? Ab 20. Mai. Okay, gut. Danke vielmals. Das war's hier aus dem Arnold Schwarzenegger Stadion. Der GRK gewinnt.